Es ist ja sonderbar, dass wir Deutschen permanent davon überzeugt sind, dass wir alles Mögliche sind, bloß nicht deutsch. Dieses Wer sind wir, eine Gesellschaft, die diese Frage nicht beantworten kann, die ist nicht lebensfähig. Es ist ein Seelenlexikon. Welche Stichworte sind deutsch? 65 verschiedene Begriffe sind es, also eben mit dem Abendbrot geht es los. Aber es war uns wichtig, Begriffe zu finden, in denen schon was mitschwingt. Abendstille, die Arbeitswut, die Narrenfreiheit, Freikörperkultur, die Heimat. Man kann Fachwerkhaus sagen und Tradition meinen. Deutsche Tradition, ohne es ausdrücklich sagen zu müssen. So wie man Öko sagt und Heimat meint, ohne dass es einem auffällt. Der Wald ist groß, der Wald ist finster. Im Wald bist du allein. Das ist ja ein Buch, was sehr, sehr viele Abbildungen hat. Man kann auch einfach das Buch erstmal nehmen und losblättern und feststellen, wo bleibt man hängen und denkt, aha, interessant, die erste automobile Überlandfahrt der Welt. Wenn nicht gerade Stau herrscht, sind die tempolimitfreien Autobahnstrecken die letzte Wildnis, die es in Deutschland gibt. 1954, Wunder von Bern, die Leute hatten noch keinen Fernseher zu Hause. Und auf der anderen Seite haben wir dann ein Foto genommen vom Sommermärchen von der Fennmeile 2006, wo man fröhlich brüllende Deutsche sieht. Da kommt man sehr ins Nachdenken, was aus diesem Land in den 52 Jahren, die dazwischen liegen, was sich da verändert hat und was vielleicht auch Kontinuitäten sind. Und von der Seite her ist das ein Buch für alle, die sich für dieses Land interessieren, die mehr erfahren wollen, was ist eigentlich los mit Deutschland.